Hiermit möchten wir allen Mut machen, die meinen, einer Situation oder Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Ihr irrt euch. Die Bewältigung von unlösbaren Problemen ist eine Frage der Sichtweise. Und Sichtweisen werden letztlich mit Hilfe der Gemeinschaft wahr. Sie sind nicht nur ein wichtiger Teil der Wirklichkeit, sondern sie sind das, was die Wirklichkeit erschafft. Sichtweise ist das, was unsere menschliche Wahrnehmung ermöglicht. Und obwohl wir sie einzeln erleben, sind sie gemeinschaftlich begründet, womit wir einen Kernbereich philosophischen Denkens berühren. Eine Welt ohne Krieg, doch leider weiterhin gebündelt im ewigen Todestanztrieb, mit dem ständigen Kampf zwischen einem Gefühl von Vaterlandsliebe und der Missachtung der Ideale. Ein philosophisches Streitgespräch in drei Akten von Lorena Zapke, 2020. Erster Akt, Januar und Februar. Der Wind blies eine steife Brise gen Osten, wo er auf wärmere Lufttemperaturen stieß, sich absenkte und ein Tief über Westeuropa erzeugte. Die Luft war trocken und durch das ins Schwanken geratene Verhältnis der aperiodischen, monatlichen Temperaturschwankungen etwas zu warm für Mitte Februar. Zwei hervorragende Denker, die sich mit den Gesetzen der gemeinschaftlichen Sichtweisen grundlegend und umfassend auseinandergesetzt haben, sind Immanuel Kant, ein Philosoph, der vor 300 Jahren wirkte und nach dem Straßen, Plätze, Schulen benannt sind, und Robert Musil, ein gelernter Ingenieur und Schriftsteller, der einen gewaltigen Roman schrieb, nämlich Mann ohne Eigenschaften, daher der nackte Finger. Beide Werke gelten für gewöhnlich als schwer zu verstehen. Doch wir nahmen uns vor, sie in einem Semester zu lesen und so weit zu durchdringen, dass sie auf kreative Weise verglichen werden konnten. Wir taten das in einem Semester, das Corona-bedingt nur online stattfand. Bedeutende Bilder, Gedichte, Kurzgeschichten entstanden. Ach, werter Herr Musil, hallo, kommen Sie doch zu mir. Ein Mann aus einiger Entfernung näherte sich dem kleinen Tisch. Herr Kant, welch eine Überraschung, Sie hier zu treffen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. In der Tat. Setzen Sie sich doch bitte. Ich habe hier noch einen Stuhl frei. Kann nur ein Vertrag den Frieden bringen und in die Knie zwingen, uns zu besseren Idealen erziehen, die Böshaftigkeit auszudiskutieren und festzustellen, dass sich unsere Abneigung gegen unsere MitbürgerInnen bis zu einem Gemeinschaftsgefühl steigern lassen kann. Denn die Erscheinungen unseres Landes lassen sich nicht mit dem Charakter einer Bevölkerung erklären. Denn das Land soll seine angeblichen Eigenschaften nicht nur selbst verehren und nicht nur die Streitigkeiten untereinander friedlich klären, sondern dies Verhalten auch weiterhin übertragen. Die Musik im Hintergrund basiert auf dem Stück Lieder ohne Worte. Das Thema stammt aus Kants Umfeld. Der Titel erinnert an Musil. Und diese klassische Variation wurde eigens für uns digital eingespielt. Drei vermeintlich unüberwindbare Hürden. Kant, Musil, Pandemielehre. Nahmen wir in einem. Durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit gelang den Teilnehmern, wie ich finde, lauter Meisterstücke. What does perfect even mean?